Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spin Tires Mud Runner. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zusammen. Es ist ein neues DLC erschienen, beziehungsweise noch nicht, sondern wird in Kürze erscheinen. Wir haben schon mal vorab einen kleinen Code bekommen, um das Ganze hier ein bisschen anzutesten. Vielen Dank an Astragon für die Bereitstellung. Dankeschön. So, ich höre das gerade gar nichts, weil ich habe gerade nochmal das E-Mail aufgemacht. Aber alles gut. So, das DLC American Wilds, glaube ich, heißt es richtig, wird erscheinen am 23. Oktober. Für Für PlayStation 4, Xbox One und PC. Und, was man auch nicht vergessen darf, am 27. November für die Nintendo Switch. Da wird, glaube ich, das Spiel allgemein erscheinen, was ich so jetzt rausgelesen habe. Ich glaube, auf der Switch waren sie noch nicht, aber neue Gebiete entdecken oder fortstürmen ist ja auch nicht so schlecht. Deswegen, oh, warum nicht? Also wenn er Nintendo Switch hat und sagt, jo, das möchte ich mir mal angucken, ja, ab 27. November steht bei mir, ich hoffe, das stimmt. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen reinfuchsen, was ist denn alles neu? Also wir kennen ja Mud Runner bereits, Mud Runner haben wir ja sehr viel gespielt, oder einiges gespielt mit dem Richie, mit dem Boxer, ich glaube, der David war auch noch dabei teilweise, oder auch andere. Er wird auf alle Fälle wieder weitergehen, wir müssen aber warten, bis die Version oder bis das DLC erschienen ist, um natürlich alle unsere Leute zu füttern mit den Codes und dann können wir eine gemeinsame Session machen. Aber wir werden heute trotzdem ein bisschen rumfahren. Ich weiß nicht genau, wie lange das geht. Wir schauen einfach mal. Ich habe jetzt schon mal gesehen, es gibt wohl 3 neue Karten, wenn ich das richtig gelesen habe. Und zwar Grizzly Creek, Mount Lockmore und da unten haben wir, oder 4 sogar, das Tal. Das Tal sagt mir aber tatsächlich schon was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich neu ist. Aber das werden wir auf alle Fälle noch rausfinden. Der Bergkamm sagt mir jetzt gar nichts. Küste kenne ich, Insel, glaube ich, kenne ich auch. Ach so, nee, da war das der Sumpf, den ich tatsächlich schon kenne. Mag auch sein. Gut, aber da steht auf alle Fälle DLC dabei, das heißt, ich glaube, das ist auf alle Fälle neu. Wir können hier mal reingehen. Abschließen, um eine zusätzliche Fortschrittspunkte zu halten. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Wir haben ja auch Fahrzeuge. Das ist mega geil. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind alle neu. Die sind alle neu und da gibt es einfach noch mehr. Das ist ja Wahnsinn. Alter. Also die kenne ich tatsächlich. Also die Klassiker, die kennt ihr alle da draußen. Wahrscheinlich, wer schon ein bisschen Mud Runner gespielt hat, der kennt das ein oder andere Fahrzeug. Ich scroll euch hier mal durch, damit ihr auch für die Mud Runner Fans hier, damit ihr genau seht, oh, der und der und der ist neu. Wir können natürlich nicht alle spielen, weil ich weitere Fortschrittspunkte brauche. Aber ich sehe da schon mal ein paar Kandidaten, die nicht so schlecht sind. Da gibt es einen Traktor. Ein Traktor. Aber der ist auf alle Fälle neu, den kenne ich auch nicht, der ist, also den habe ich noch nie gesehen in dem Spiel, die auch nicht, den nicht, den nicht, also fast alle, die hier sind, kenne ich, den schon. Aber sehr, sehr viele, die ich nicht kenne, das ist gut. Ich finde auch gut, dass die Spiele immer weiterentwickelt werden, dass immer wieder neue Sachen kommen und so weiter, das finde ich ehrlich nicht so schlecht. So, das ist das vorgeschlagen. Wir werden es einfach mal versuchen, ne? Neues Spiel starten, Gelegenheitsspiel, auf Simulation wechseln. Ha. Wir werden jetzt mal auf Gelegenheitsspiel machen. Wie gesagt, es wird nicht allzu lange gehen heute. Ich möchte euch das nur mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt zwar das Lenkrad schon angeschlossen, weiß aber tatsächlich nicht. Oh, das ist natürlich, der ist neu zum Beispiel. Den kann ich noch gar nicht. So, ich muss mich wieder reinfuchsen. Ich habe das Ding schon wirklich ein Jahr jetzt nicht mehr in der Hand gehabt. Wir sind hier tatsächlich an der Werkstatt. Wir können hier 2, 3 Sachen dazu machen. Ein Dachkoffer. Oh, der ist aber schon mal schick, ne? Der hat natürlich auch wieder irgendwelche Vorteile. Das ist ganz klar. Ersatzrad, Lichtbalken, Reparaturwerkzeug und ein Stoßfänger. So, die Möhre ist voll aufgerüstet, ne? Wir können aber auch, wie war das, mit V? Genau, mit V war das, oder? Oh, Innensicht, schön, schön, schön. Lenkrad? Geht nicht. Super, danke dafür. So, wir können aber auf alle Fälle auch Fortschritt... das ist der Fortschrittmodus. So, lass mich nochmal ganz kurz hier raus. Wie gesagt, ich habe da schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss mich da erst wieder reinfuchsen. Wie war das nochmal? Wie war das? Das ist Motorstarten, oder? Das war die Handbremse. Was macht denn der da? Wo macht denn der die Hand hin? Okay, ich weiß nicht, ob das vorher schon war, aber man kann jetzt auf alle Fälle vor und zurück rollen. Das ist ja auch nicht mal nicht schlecht, ne? Außensicht natürlich auch. Jetzt gehen wir hier auf den Motor starten. Oh, schöner 6-Zylinder, glaube ich. Keine Ahnung. So, auf alle Fälle, wir haben hier schon einiges mit. Wir können mit dem jetzt natürlich auch schon losfahren. Boah, ist mega laut, ne? Wir müssen das ein bisschen leiser machen. Alter Falter, es war am Anfang gar nicht mal so laut, aber jetzt ist es doch ein bisschen zu laut. Aber der ist schon mal richtig geil, ne? So, wie war das nochmal mit Innensicht wechseln?
Das war das hier. Ah ja, so war das hier, ne? Genau. Da gucken wir uns mal ganz fix noch den an. Ich wollte einfach mal, zwei, drei Sachen zeigen. Natürlich, MudRunner, bei mir war es auch so, muss ich ehrlich zugeben, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil da jetzt länger nichts mehr gekommen ist. Aber vielleicht, doch, guck mal, ich glaube schon, dass es geil werden kann. Der ist neu. Also der ist neu, den habe ich noch nie gesehen, diesen Anhänger, diesen Mehrzweckaufbau. Der ist richtig geil. Machen wir den wieder runter. Kurz wieder runter machen, wenn das nicht gefällt. Tankwagen, Tankanhänger. Wir hatten mal damals eine Sattelplatte. Sattelkupplung. Ja, machen wir die mal drauf. Weil da erhöht sich natürlich die Tiefladeanbau. Lol. Das ist geil. Da kannst du was draufstellen, kannst du rumfahren, ne? Tankanhänger, Sattelanhänger, wenn dann richtig, ne? Holzanhänger. Ja, das kennen wir ja alle schon, ne? Mehrzweckaufbau. Das ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist ein riesengroßer Aufbau. Hau mal den mal ran. Also man sieht natürlich auch 1200 Reparaturpunkte, 4 Werkstattpunkte. Eigentlich ein geiles Ding, ne? Macht er gerade ein Nickerchen drinnen? Irgendwie schon eine geile Karre, ne? Das ist Licht hier. Okay, was ist hier drauf? Okay. Sollen wir mal einfach ein Stück fahren? Sieht schon mal richtig geil aus, ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wohin es geht. Wir werden das noch kontrollierter machen im Multiplayer dann. Aber ich wollte nur noch mal zeigen. Ach, die Stadt hier. Guck mal, wie schön das hier ist. Als Binder ist es natürlich bekannt dafür, hier im Matsch rumwühlen und, oder speziell auch Binders MudRunner, hier Win-Punkte und Bäume ziehen und die Multiplayer rumdüsen. Das ist schon geil, ne? Da gibt es ja wirklich nichts. Die Jungs haben auch echt einiges gemacht, ne? Es gibt jetzt auch diese Hydraulikschläuche, die hinten dran hängen. Das gab es früher eigentlich auch nicht, soweit ich weiß. Oh, jetzt kommen wir natürlich zu dem, was Binder jetzt eigentlich, oder MudRunner ausmacht. Dieses Terrain, ne? Im LS ist es ja immer so, es schreit ja nach einem dynamischen Boden und so weiter. Ich wäre ja schon froh, wenn wir den Boden vom Spin Tires hätten, ne? Oder von MudRunner. Guck dir mal das Schlammloch unten an. Da kommen wir nie wieder raus, ne? Ich glaube, irgendwo stand, das Fahrzeug ist nicht geländegängig, ne? Ah, das kann natürlich, ja. Das könnte natürlich jetzt ein kleines Problem werden. Bin ja sehr gespannt, wie das jetzt gleich wird. Aber wie gesagt, ich bin prinzipiell von MudRunner her eher Multiplayer-Spieler, weil es gab leider tatsächlich schon mehrere Situationen, wo wir gesagt haben, Jungs, ich komme nicht voran, es geht nicht weiter. Und dann ist zum Beispiel so wie hier, du kommst jetzt nicht mehr voran, ne? Ist ja nicht ziemlich geil. Warte mal, wo war das jetzt mit... Ich muss die Tasten erst wieder finden. So, genau, warte. Dann machen wir jetzt den hier an den Baum dran, aus dem Menü raus. Und dann kannst du hier dich schön hochziehen. Das ist schon sehr, sehr geil. Und das macht dann auch dieses Spiel aus. Guck dir mal den Boden an, der ist ja mega geil, ne? So, und dann von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt kannst du dich dann vorziehen, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, die Multiplayer, ich bin eher der Multiplayer-Spieler, bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr spielt, klar. Du kannst auch, ich möchte euch jetzt nicht zeigen, aber theoretisch kannst du auch deinen Anhänger einfach so abkuppeln, ne? Wenn du sagst, ja, nee, die brauche ich jetzt gerade nicht, weil ich muss jetzt einem Kollegen helfen gehen, kein Problem, lass den Anhänger irgendwo stehen, holst du später wieder läuft. Du kannst auch hier, was ich euch noch nicht zeigen kann, was ich aber schon sehr, sehr gespannt bin, vielleicht haben sie auch die Winde ein bisschen verbessert, das wäre auch ein ziemlich geiles Feature, wenn die Winde ein bisschen, also sie war nicht schlecht, das wäre jetzt absolut gelogen, dass die Winde schlecht wäre. Aber auf alle Fälle gibt es da schon noch Potenzial, sagen wir mal so. Komm, ich habe jetzt aber schon Bock, in den Tüppel hier reinzufahren. Ne? Wir werden gleich festchecken. Das muss uns jetzt klar sein. Ich habe doch die ganze Zeit versucht, hier irgendwas anzumachen, aber... Oh, warte mal, da drüben steht was. Oh, den zeige ich euch jetzt aber noch. Also, was nicht funktioniert, ist hier aussteigen und einfach rüberlaufen. Leider geht das nicht. Ich hätte es mir auch gewünscht, aber mein Gott. Du kannst hier auch rumfahren, erster Gang. Und wenn du genug Gas hast, gehst du auf die 1+, und dann geht's hier richtig voran, ne? Dann geht's hier richtig voran. Vollstation, wir haben ein neues Fahrzeug freigeschalten. Der ist ja mega geil, ne?
Wie heißt denn das? Es sieht aus wie so ein Skidder. Hier, der K8400 Skidder. Können wir da einsteigen? LOL. Das ist ja geil, ne? Aktuelle Fahrzeug, was? Okay, das nehmen wir nicht. Können wir hier mal reingehen? Oh, lol. Das ist aber laut. Ja, man natürlich rumfahren ganz normal. Oh, der hat sogar Allrad, siehst du? Da kommen wir sogar schon ein bisschen weiter. Ist schon cool, ne? Wie funktioniert das Anbaudingens da hinten? Kran? Ah, lol. Schaufel eindrücken. Das ist ein Eindrücken. Boah. Ja, da kannst du auf alle Fälle einiges mitmachen, ne? Machen wir das mal wieder aus. Komm, ich möchte einmal mit dem in den Schlamm reinfahren. Nur mal um zu gucken, wie es funktioniert, ne? Boah, ist halt der hat Bock. Der hat Bock. Oh, da war ein bisschen Schaden bei. So, mit Allrad geht's aber echt gut voran, ne? Oh, gefährlicher Wasserstand. Houston, wir saufen ab. Ja, also, schlimm wird's erst dann, wenn er sagt, oh, hier ist das Problem. Aber können wir uns hier... Das müsste doch auch funktionieren, oder? Können wir uns hier irgendwo fest... Ah, da ist noch kein Punkt, ne? Da vorne ist ein kleiner Punkt. Man hört die Winde ganz leicht im Hintergrund. So. Haben wir uns schon wieder gerettet, haben wir uns hier. Okay, was ist da vorne? Da ist wohl auch irgendwie so ein Holzpunkt. Wie gesagt, wir müssen das alles nochmal im Multiplayer testen. Ich habe Bock auf alle Fälle, muss ich ehrlich sagen. Auch mit den neuen Geräten. Ja. Neue Maps natürlich. Auch immer sehr, sehr cool. Da ist noch ein Holzpunkt. Ich glaube, dass es jetzt verstärkt auch möglich ist, random Holz einfach irgendwo zu laden, weißt du? So, jetzt müssen wir zurück, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Fahr zu! Okay, wir haben gleich ein richtiges Problem hier. Wie gesagt, du musst halt aufpassen, ne? Es ist theoretisch möglich, da reinzufahren, aber... Ja gut, ob du rauskommst, ist eine andere Geschichte wieder, ne? Fahr jetzt mal ganz gemütlich außenrum. Das ist schon geil, ne? So durch Matsch zu schlemmen hier. Kleine Bäumchen umzufahren. Oder auch große Bäumchen umzufahren. Es gibt keine Baumstämme mehr. Oh, schade. Okay, das heißt, es gibt überall solche Random-Dinger jetzt, wo du Baumstämme aufsammeln kannst. Das gab's früher noch nicht, muss ich sagen. Das gab's... Nee. Alter, das Ding ist mega laut, ne? Wahnsinn. Ich hab schon fast ganz leise, aber das Ding ist ja, das dröhnt die Ohren weg. Guck mal, ob es da noch was gibt. Alter, guck dir mal den Hochstand da vorne an. Das ist schon geil. Also das Spiel hat auf alle Fälle... Oh. Oh, das versuchen wir jetzt aber noch, ne? Da. Also da muss ich jetzt mal hier... Jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Da bin ich ja jetzt auch sehr gespannt. Kann mir vorstellen, dass wir da rückwärts ranfahren können. Und dann das einfach mal aufladen. Oh, das ist halt schon geil, ne? Blätter fallen zu Boden. Baum wird umgeknickt. Schon cool. Muss ein Allrad ausmachen. Es geht viel besser, wenn ihr den Allrad ausmacht beim Rückwärtsfahren. Aber man sieht, du brauchst ihn leider. So, warte mal, dann machen wir jetzt nochmal den hier. Ballengreifer auf... Ballengreifer. Krangreifer aufmachen. Stück zurückschieben. Ja. Machen wir Allrad nochmal an. So. Jetzt aber. Stopp. Bleib stehen, Alter. Handbremse rein. Läuft. Jetzt müssen wir das Ding ein bisschen ablassen, ne? Das ist das hier. Wie kann ich denn das runterlassen? Schaufel eindrücken. Was heißt denn Schaufel eindrücken? Ach, das ist das Ding vorne, ne? Aha, ich verstehe. Da gehen wir nochmal auf die 6. Das ist das hinten. Und das ist 4 ist der Kran.
Geht das mit Maus? Es ging früher mal. Jetzt geht's nicht mehr. Warte mal. Das war das. Ich verstehe. Kann ich den Kran nicht weiter runterlassen? Das hat doch mal früher hat das mal gegeben, aber vielleicht jetzt auch nicht mehr, weißt du? Würde aber schon irgendwie Sinn machen, glaube ich. Lass doch einfach runter. Gibt bestimmt die Taste dafür, ne? Aber bis ich die jetzt gefunden habe, ist wieder hier Weihnachten und so. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Ich will das runterlassen, das Ding. Wie geht das runterlassen? Ich glaube, es wird eine Challenge werden. Das glaube ich wirklich. Aber es ist nicht so tragisch, weil ich wollte euch das nochmal ganz kurz anzeigen. Oder, aha, mit der Leertaste. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das sieht aber mega geil aus, ne? So, angegrapscht. Wie geht das jetzt wieder hoch? Ja. Leertaste ist mir jetzt klar, dass es nach unten drückt, okay? Wie geht das wieder hoch jetzt hier? Okay, da muss man sich die Steuerung auf alle Fälle nochmal anschauen, aber das ist nicht das Problem. Ja, ich wollte euch das mal ganz kurz jetzt mal zeigen, ne? Ich glaube, es gibt sehr viele geile Sachen hier. Da müssen wir uns auf alle Fälle noch einiges angucken. Hier zum Beispiel ist noch was. Doch, hier ist noch was. Sägewerk 1, Sägewerk 2. Das ist nur eine Map, ne? Das ist nur eine Karte. Also da kommt... Alter Falter, ist das groß. Alter Falter! Da haben wir ordentlich zu tun. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die alte Crew, das heißt den Richie, den David, den Boxe und mich im Multiplayer sehen möchtet, dann werden wir gerne ein paar Folgen aufnehmen. Sieht auf alle Fälle spaßig aus. Die Runden dauern immer mega lange. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ab dem 23. Oktober erhältlich das DLC MudRunner. Also das MudRunner, nein, das American Wild DLC für den Splinter's MudRunner. Aber wie gesagt, wir werden uns das auf alle Fälle nochmal genau angucken. Und ich schaue mir nochmal genau die Steuerung an. Einfach mal wild auf alles draufklicken. Hat immer gut funktioniert, aber naja, nicht immer. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. So, ich muss immer aus dem Dreck raus. Meine Güte, doch.